Herzlich willkommen bei 1000 Bass TV. Ich bin hier zu Gast bei den 1000 Bass Bridgestone Track Days in Brünn. Wir sind hier jetzt unterwegs im Mai 2019 und von mir ein Neuankömmling im Markt. Endlich haben wir es da bei uns, die BMW S1000R 2019 hier im Track Day Check für euch. BMW S1000R 2019 kommt ein bisschen spät. Das ist schon die kräftigste Kritik, die man an ihr loslassen kann, wenn ich das so sagen darf. Weil es natürlich ja, die Leute, die sich eine bestellt haben, die wären natürlich schon gerne im März das erste Mal in ihre Ecke gefahren und im April dann schon gerne am Pannonienring oder auch am Hockenheimring. Wo auch immer, also diese Ringsaison, diese Rennstreckensaison ist ein bisschen verkürzt worden von den Problemen, die BMW offenbar hat, offiziell weiß ich es nicht, mit den ein oder anderen Lieferanten. Muss man ansprechen, weil das ist schade, dass die Saison verkürzt ist, weil das Motorrad selbst natürlich eine Sensation ist. Ich fange gleich an mit dem Herzstück. Ich bin jetzt schon einige Male gefahren, zum Glück mehrmals, mit Slicks, mit Straßenreifen und jetzt hier praxistauglich wirklich mit den Straßenboys mit am Start, ohne Heizdecken, ohne Luxus-Accessories, einfach Schlüssel rein, komplett Serie, rausfahren und Reifen warm fahren, Vertrauen finden und dann einschenken. Ganz normaler Track Day, wie der eine oder andere von euch das vielleicht auch macht. Was darf man sich erwarten bei so einem ganz normalen Track Day? Also man hat einen Motor, der vom Gefühl her das modernste Aggregat am Markt ist. Ich weiß, es gibt die 1100er von Ducati und die von Aprilia, die sind noch stärker. Aber hier ist das so, dass sich das im Sattel anfühlt wie von einem anderen Stern. Diese Perfektion, diese Drehfreudigkeit in Kombination mit dem perfekten Ansprechverhalten, mit dieser Leistungsfähigkeit, das ist einfach atemberaubend. Du fährst die Stadt zielgerade vor und wirst nicht fertig vom Schreien im Helm, weil das so nach oben feuert. Vor allem, wie früher schon die BMW, aber jetzt noch ärger, ab 200, da spürt die Muse, das ist irre. Also das ist eine echte Freude und das fühlt sich tatsächlich anders an, besser an als andere Tausender in der Klasse. Das ist einfach ein topmoderner Motor, den BMW da aufgestellt hat und hat wahnsinnig viel Hightech eingefüllt. Wo ist die Hightech noch leiwand? Die Hightech ist natürlich noch leiwand bei diesem ganzen Elektronikpaket 2019. Echt ein Wahnsinn. Du kannst hier mit dieser Traktionskontrolle fahren, wie vor ein paar Jahren noch die MotoGP-Fahrer. Kannst wirklich sauber das Gas anlegen, siehst dann, wie es blinkt und schäbert im Display, aber weißt, okay, das hinten das regelt, schont die Reifen und schont die Unterhose und schont natürlich auch das Sturzteile-Budget. Ganz eine tolle Geschichte, praxistauglich. In Summe muss ich dann trotzdem sagen, es ist okay, wie das alles gelöst ist, es ist gut, wenn man sich darauf eingestellt hat, aber es ist insgesamt schon viel Elektronik mit an Bord. Möchte ich heute wieder sagen, vielleicht wiederhole ich mich, ich habe es schon mal bei anderen Videos erwähnt, es ist trotzdem so, dass ein Hauch von Unbehagen auch heute mit dabei war, habe ich das richtig eingestellt, habe ich jenes richtig eingestellt. Diesen einfachen, kompakten Überblick zu haben, gelingt mir nicht. Wie habe ich es jetzt gerade eingestellt? Man muss sich die Zeit nehmen, liebe Leute, dass man nicht im Sattel dann das Gefühl hat, ich habe was vergessen. Habe ich das auch aktiviert? Ist jenes aktiviert? Dieses Gefühl, dieses kompakte, übersichtliche Gefühl über das Setup, habe ich nicht geschafft, mir das zu verschaffen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, bei so einem normalen Track Day einfach den Race-Modus rein und es passt. Das habe ich dann auch gemacht, beim zweiten Turn bin dann ruhiger geworden, aber den passt schon, Race-Modus, Ende Gelände, super und das läuft und das ist wunderbar. Und dieser Race-Pro-Modus, wo man dann noch tiefer ins Detail kann, lasst das bleiben. Das ist dann was, wenn man sagt, ich hau dann die Slicks drauf, ich möchte jetzt wirklich Rundenzeiten ballern, ich möchte richtig tief runter mit den Rundenzeiten, ich möchte mich jetzt wirklich ans Limit bewegen, dann muss man dann in den Eingeweiden stirlen. Aber für mich persönlich ist immer ein bisschen ein Stressfaktor mit an Bord gewesen. Was mir persönlich jetzt noch taugt hat, aber ich hole dann gleich noch Kollegen mit ins Bild, ganz großes Kino, heute erstmals auch wirklich ausgekostet, weil ich echt darauf geachtet habe. Ich weiß nicht, wie das geht, diese Maschine ist kompakt, aber ich bin auch relativ groß. Ich sitze da oben und ich habe so viel Platz mit dem Oberkörper, mich zu bewegen, so zu interagieren mit dem Fahrzeug, das war halt richtig großartig. Vor allem im Vergleich mit der Aprilia,
die ich vorher gefahren bin, die hat ja hier so einen richtig kantigen Tank. Da habe ich ein bisschen besser mich abstützen können, bin aber behindert worden, wenn ich von einem Hänger auf ins nächste wechsle. Und das ist ein Wunderding. Du hast hier ein kompaktes Motorrad, trotzdem aber die Möglichkeit, hier dich ja, zu bewegen. Und dadurch fühlst du dich dann gar nicht so eingeengt an. Und das ist echt wunderbar. Das ist echt großartig gelöst. Und ich bin mir sicher, dass das dann einige auch positiv sehen werden und überrascht sein, wie so ein kompaktes, sportliches Motorrad ja, einem so viel Platz lässt. Eine Lanze muss ich schon noch brechen fürs Display. Das hat eine Brillanz heute hingelegt, was mir echt taugt hat. Und ja, ein paar so Gadgets sind schon leimend. Also da bilden sich schon so kleine Menschentrauben im Fahrerlager, wenn du da anfängst zum Einstellen und so. Es ist schon leimend die Geschichte und ist schwer in Ordnung. Und eine Lanze brechen muss ich halt auch für die Bremsen. Ich weiß, ich habe schon mal kritisiert. Heute hat es passt und ich muss sagen, die ist hier durchgereicht worden, die mal nicht auf der Strecke ist, sondern im Fahrerlager. Wir haben hier bei den 1000 PS Bridgestone Track Days Endkunden auch am Start, die sie Probe fahren. Die ist nicht viel zur Ruhe gekommen und die Bremsen haben den ganzen Tag über das mitgemacht. Deswegen, die Positionierung passt, Track Day taugliches super Gesamtpaket, ganzen Tag volle Granate, kein Problem für die Bremse. Die Rennfahrer, und beim letzten Mal, wo ich mit Slicks unterwegs war, wo ich härter zur Sache gegangen bin, habe ich dann gemerkt, okay, das Fading ist nicht leiwand, heute hat das wunderbar gepasst. Und jetzt bin ich gespannt, ob es für den anderen Kollegen auch wunderbar gepasst hat, weil der ist ein richtig großer Bursche. Und da bin ich gespannt, wie der sich auf der agilen Maschine gefühlt hat. Menes, komm mal zu mir, schauen wir uns die Maschine gemeinsam an. Servus, grüß dich. Servus, hallo. Servus. Hallo. Menes, ich muss sagen, als ich dich eingeladen habe und gesagt habe, hey, fahren wir gemeinsam ein paar neue leimende Eisen, habe ich gedacht, auf dieser Maschine wirst du leiden, weil schau sie an, die schaut aus wie früher 600er. Ultra kompakt, oder? Auf jeden Fall sehr kompakt, vom Aussehen her definitiv. Ja, und jetzt bist du ein Hühne. Was war dann? Was die Hölle? Also, ich glaube, da werde ich jetzt viel enttäuschen. Ich muss sagen, ich habe auf der BMW mehr Platz gehabt als auf jedem anderen Bike. Du sollst aber ihn enttäuschen, ist ja eh toll. Nein, nein, weil jetzt vielleicht viele denken, Mensch, das ist ja so ein geiles, kompaktes Bike. Aber also ich habe mit meinen 1,97 so viel Platz gehabt. Also das war echt, ja, habe ich vorher noch nie so erlebt. Kurven anbremsen, Bein raus, also es ging alles sehr, sehr flüssig und ohne irgendwie zu hakeln oder so. Also ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt auf der BMW. Also ich hatte überhaupt keine Probleme mit der Größe. Das ist echt krass. Na, das sind super Nachrichten, weil es gibt tatsächlich einige Leute, die Angst haben, weil die Maschine so sportlich, so kompakt aussieht, dass sie glauben, na, die alte Maschine ist besser. Aber du bist ja die alte Maschine auch gefahren. Ich glaube, die hat dir auch gefallen. Hast du noch im Kopf Sitzposition? Wie ist der Vergleich, denkst du? Ich bin nicht oft gefahren, aber ja. Aber auch damals hatte ich mit der alten schon eigentlich relativ gut Platz, würde ich sagen. Okay. Ist so. Und deswegen gute Nachrichten sicher, also keine Probleme. Das könnte tatsächlich für ein sehr breites Publikum passen. Über Motor müssen wir natürlich auch sprechen. Wahnsinnig viel Leistung, wahnsinnig viel Technik mit drinnen. Du selbst fährst private Honda. Du bist heute die Aprilia gefahren. 207 PS. Wie war es im Sattel? Ey, war super. Also ich war mega begeistert. Ich bin da abgestiegen und du hast schon gesehen an meinem Grinsen. Ich war echt sehr begeistert. Hab mich drauf gehockt. Ich bin ja heute einen Turn gefahren mit der. Und hab mich drauf gehockt und kam so schnell zurecht. Hab mich auch selber verwundert. Bin selber schon lange keine BMW mehr gefahren. Und kam einfach sehr gut zurecht. Es hat alles gepasst, hat einfach alles sehr gut geklappt. Das Umlenken, wobei ich danach auch noch mitbekommen habe, dass da ja Carbonfelgen drauf sind. Das war mir gar nicht so klar. Es ist ja die M-Version, sprich hat einen anderen Sitz. Und die Carbonfelgen, also das hat man auf jeden Fall sehr gemerkt, war super wendig in den Kurven da unten im Omega. Und aber eine Kippe liegt, oder? Na, gar nicht. Also super die Linie getroffen. Ich finde keinen schlechten Punkt an der BMW, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kam einfach sehr gut zurecht. Das finde ich wahnsinnig interessante Informationen immer, wenn ich Leute, so wie heute, wir fahren drei verschiedene Motorräder direkt hintereinander und ich kann mich erinnern, Kawasaki ZX6 oder Aprilia, bist abgestiegen, hast lobende Worte gefunden, aber diese Einfüllphase hast du gebraucht und da bist du rausgefahren. Ich glaube, du bist nach einer Runde schon volle Granate angeraucht, gell? Ja, auf jeden Fall. Also bei der Aprilia hat es bei mir ein bisschen gedauert. Und bei der BMW bin ich draufgestiegen, habe selber sofort gemerkt, nach dem halben Turn habe ich mir gedacht, so, boah, das ist ja, das merkt man ja immer dann irgendwann, ne? So, oh, das läuft alles so schön. Und dann musste ich irgendwann denken, ah, mach mal aber low, weil das sind ja Straßenreifen drauf. Ne? Das vergisst man dann auch relativ schnell, wenn man dann so im Race-Modus ist und hinten dran hat. Aber ja, also mega das Teil. Also ich finde es einfach Hammer. Sehr geil. Und viele von euch kennen wahrscheinlich die Videos von früher noch mit der alten Fireblade.
Da hat sich halt einiges getan. Der größte Unterschied, glaube ich, zu früher ist das Elektronikpaket, diese Traktionskontrolle, die hinten vor Heiße dann schützt. Das waren immer die Horrorgeschichten. Das ist schon großes Kino, oder? Auf jeden Fall. Das war auch ein Punkt, was ich sogar beim Fahren richtig gut gemerkt habe. So, ich habe mich so sicher gefühlt, irgendwie mit der Traction Control. Du hast irgendwie schon gemerkt, dass was regelt, aber es war mega entspannt einfach. Es war jetzt irgendwie nicht so, da passiert jetzt irgendwas, was ich jetzt gar nicht kontrollieren kann. Also es war mega angenehm, diese Traction Control und wie es einfach eingegriffen hat ins Fahrgeschehen. Ja, das ist halt der Unterschied zu den alten Traktionskontrollsystemen, die Sensorik, die Computer da drinnen. Die steigern die elektronischen Performance-Möglichkeiten natürlich immer weiter und weiter und dann ist das Regelverhalten so fein, das ist wirklich ein Traum. Du müsstest halt ins Display schauen, dann siehst, dass es eigentlich recht oft regelt, zum Glück uns im Sattel hält. Bin jetzt gespannt, was die Normalos, ist jetzt nicht abwertend, aber die normalen Endkunden dürfen bei uns diese Dinge auch ausprobieren, was die dazu sagen. Da kommen ja Leute her, die viel, viel leichtere oder schwächere oder schwerere Motorräder haben, ganz unterschiedliche Dinge. Die hören wir uns jetzt mal an, was die zu dem Fahrzeug sagen. Ja, neben mir ist jetzt der Benni, grüß dich. Du hast die Gelegenheit genutzt, um bei den 1000 PS Bridgestone Tracktest die neue Megamaschine aus Bayern Probe zu fahren. Wie war der Eindruck, Benni? Erster Eindruck? Höllengerät. Die Leistung und Entfaltung ist einfach der Wahnsinn. Fährt sich wie ein Fahrrad, leicht, handlich. Aber auch nicht ganz easy zu fahren. Also ich hatte schon ein paar Mal beim Einlenken in Kurven ein bisschen das Gefühl, das Vorderrad mag wegklappen. Aber ich bin auch eh noch nicht der schnellste oder der erfahrenste Rennstreckenfahrer. Aber es ist auf jeden Fall, hat Eindruck hinterlassen, bleibenden Eindruck. Okay, und jetzt hast du privat, hast du gesagt, die alte Mille, oder? Genau. Die Zweizylinder. Genau, von 2003. Okay. Und du meinst, also die hier wirkt ein bisschen nervöser als deine Mille? Ja, klar. Die Mille ist einfach ein bisschen länger, liegt ein bisschen ruhiger. Verzeiht wahrscheinlich dann auch ein bisschen mehr Fahrfehler, aber ja, die ist also sehr handlich, aber teilweise auch in Kurven ein kleines bisschen nervöser, fand ich. Jetzt weiß ich nicht, wie weit du schon in die Technik reingetigert hast. Das hat ja diese variable Ventilsteuerung, wo nachher der Ventilum umgestaltet wird. Hast du irgendwas Merkwürdiges gemerkt beim Motor oder ist das einfach so eine lineare Leistungsgeschichte? Also was ich gemerkt habe, ist, dass er halt auch im Keller schon ordentlich Punch hat. Das Umschalten von der Nocke habe ich jetzt nicht gespürt. Es geht halt einfach tierisch vorwärts. Das ist gut. Aber dir wünsche ich noch viel Spaß in deiner Mille, weil das ist auch von mir ein Geheimtipp immer für Leute, die gerne Rennstrecken fahren. Das ist ein ganz tolles Motorrad. Viel Spaß noch damit. Vielen Dank. Ciao. Gute Fahrt. Jetzt habe ich da einen Kollegen gefunden mit dem BMW-Motorradleder. Na, du lässt dir die Gelegenheit natürlich nicht hingehen auf die Probefahrt. Gell? Ja, sicher. Also sogar schon das zweite Mal heute. Also gestern schon einmal und heute nochmal. Die sind aber großzügig. Das darfst du gar nicht laut sagen. Da stehen die Leute Schlange. Wenn ich dich fragen darf, was fährst du privat? Ich fahre auf der Straße S1000R und auf der Rennstrecke G6R1000. Ja, da bin ich jetzt aber interessiert. Die G6R im Vergleich zu dem, wie war da dein erster Eindruck? G6R, weil alt, schwer und das Ding ist halt handlich, lenkt ein wie Sau und man kann es durch die Kurven werfen, als gäbe es nichts anderes eigentlich. Ja. Also die G6R ist ein älteres Baujahr, oder? Ist K1. Also die wiegt halt, also die ist auch gemacht und wiegt 190 Kilo ungefähr, aber komplett leer geräumt halt und die wiegt ja schon. Ich glaube 193 jetzt mit M-Paket und also allein mit den Carbonfelgen, das ist eine andere Hausnummer. Und das ist schon was du sagst, das spürst, das Handling? Auf jeden Fall. Also das spürt man in alle Richtungen, dass das eigentlich fährt wie 600er, und aber halt Dampf, dass einem die Augen nach hinten rausdrückt. Ja. Okay. Und jetzt fährst du privat diese S1000R, eben auf der Rennstrecke die G6R. Wie hast du dich vom Komfortfaktor wohlgefühlt auf der Maschine? Also man hockt da ziemlich kompakt drauf verglichen mit der alten, also S1000RR oder R, das ist schon anders. Fühlt sich alles ein bisschen kompakter und leichter an. Ja. Okay, und dann einige sprechen auch immer über den Motor, ist wahnsinnig viel Leistung, die variable Ventilsteuerung mit drinnen. Ist das alles normal oder ist da irgendwas Spezielles für dich? Wie hat sich das angefühlt? Also ich habe es tatsächlich rausfahren wollen, ob man da was merkt, aber man merkt nicht, dass da irgendwas schalten würde. Also da drängst am Gas, es ist Dampf da, irgendwann hört sich's mal bisschen anders an, aber prinzipiell zieht die durch, wie als hätte sie keine Verstellung. Sehr gut. Na, dir wünsche ich noch viel Spaß mit deiner G6R und mit deiner S1000R und ich hoffe, du infizierst dich da nicht zu arg, sonst raucht es am Konto, gell? Ja, genau. Danke. Jetzt habe ich einen Kollegen da, ganz ein wichtiges Gespräch.
Du hast das Vorgängermodell, genau das Vorgänger oder den Vorvorgänger? Den Vorvorgänger, das erste Mühe-Modell quasi, also die 2012er Version. Und habe die auch natürlich ein bisschen modifiziert. Sie ist nicht mehr ganz so auf dem normalen Stand, sage ich mal. Du fährst doch hauptsächlich Trackdays oder Straße oder gemischt? Ich habe das Straßenfahren vor ungefähr 2 Jahren an den Nagel hängen müssen, aus finanziellen Gründen. Da habe ich das Studieren angefangen und habe mich entscheiden müssen, fährst du Straße, fährst du Rennstrecke. Und da war Rennstrecke, glaube ich, die... Das ist billigere, glaube ich. Ja, ja, da war Rennstrecke dann auf jeden Fall das größere... die größere Willenskraft, dass man da weitermacht. Okay. Ja. Und es ist die wichtigste Frage. Also das stellt sich wirklich viel die Frage, was glaubst du, Sitzposition, Fahrkomfort, ist die neue Top-Layer dann noch so komfortabel, wie es die alte war? Ich fand die alte als komfortablen Supersportler. Wie geht's dir? Also Komfortabilität auf der Landstraße kann ich jetzt so erstmal nicht sagen. Auf der Rennstrecke, muss ich sagen, ist sie sehr viel kompakter geworden. Also ich fand, den größten Unterschied ist, wie nah man auf einmal an dem am Lenker sitzt, wie nah man zum Vorderrad orientiert ist. Das ist mit meiner mitnichten so. Ich habe noch eine andere Tankhaube, das macht es noch ein bisschen schlimmer. Aber grundsätzlich ist das Gefühl für die Vorderradlast wesentlich größer. Und ich muss aber sagen, sie ist von der reinen Sitzposition her, finde ich sie bedeutend besser. Ja, also ich würde zum Beispiel die Fußrastenanlage nicht ändern. Ich würde zumindest, wenn überhaupt, würde ich mir Zubehör dran machen, aber die Position nicht verändern, weil die passt für mich perfekt, auch auf der Rennstrecke. Ich finde, sie haben den Tank angenehm, von der Kontur her sehr angenehm gestaltet. Man hat auf einmal zum ersten Mal Knieschluss und kann sich mit dem Knie wirklich am Tank halten. Das ging vorher gar nicht, deswegen habe ich die Tankhaube geändert von der Form. Und das macht echt Freude auf der Strecke. Also das ist ein guter Fortschritt. Dann, Motor ist halt immer so eine Geschichte. Das war der Vorgänger auch schon wahnsinnig stark, Vorvorgänger war auch wahnsinnig stark. Kannst du jetzt irgendwas spüren, dass da mehr Leistung drin ist? Oder? Ja. Ja. Also meine ist schon wesentlich kürzer übersetzt und als ich dann zurück auf meine gegangen bin, habe ich gedacht, der Motor ist kaputt. Also, ja. Also was die anreißt, das war schon brutal. Also ich saß auf meiner heute Morgen ohne das Gefühl von der wieder drauf und habe gedacht, oh, jetzt geht's wieder. Aber der erste Umstieg auf die alte war schon echt, ich habe echt gedacht, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Okay, meinst du, ich hoffe, du verlierst das nicht, die Freude. Eins ist immer auch noch wichtig, letzte Frage, Elektronik. Also da finde ich, ist noch die Entwicklung am stärksten. Hast du ein bisschen dich damit spielen können und das ein bisschen genießen können? Großspielen nicht, aber ich habe frecherweise vom Dynamik, womit sie uns ja immer rausschicken, direkt in der Boxengasse auf Race umgestellt, weil ich wusste, dass das, weiß er ja, hat er gesehen. Habe dann gleich noch den Sportmodus fürs Display reingemacht, damit ich ungefähr weiß, was abgeht, weil ich den Originalen für die Rennstrecke nicht so gelungen finde, aber dafür haben sie ja extra die anderen Modi gemacht. Dafür, die sehen dann auch wesentlich besser aus, finde ich. Und man hat viel mehr Informationen, die ich auch dann gerne habe auf der Strecke, zum Beispiel, ob die Traktionskontrolle eingreift. Und ich fand es wirklich gut. Also die Traktionskontrolle greift ohne saubere Regeleingriffe, also ohne dass man spürt, greift sie sauber ein. Man kann sauber das Gas anlegen, schön rausdrücken. Ich muss eigentlich sagen, ich fahre bei meiner komplett ohne Traktionskontrolle. Da ist das noch eine andere Nummer. Also das, was sie mir hier mit meiner auskeilt, das macht die überhaupt nicht. Die buttert alles sauber weg. Da kannst du eigentlich guten Hahn aufreißen und mit gutem Gefühl einfach davon marschieren. Also das ist echt stark. Du bist sicher BMW-Mitarbeiter oder irgendein Verkaufsstratege von denen, oder? Nee. Ich bin zwar ein großer Fanboy von BMW, sage ich mal, da muss ich mich outen. Aber grundsätzlich finde ich, ist das gegen die Alte schon ein guter Schritt voran. Na gut, dann viel Spaß noch mit deiner und vielleicht geht es sich so aus nach dem Studium. Alles Gute, gell? Ja, Dankeschön. Ja, interessant. Danke, Mädels, für den Input. Danke auch an die Kollegen, die uns auch ein bisschen Input gegeben haben. Und jetzt noch, bitte um euren Input. Wie gefällt sie euch? Was sagt ihr? Was sagt ihr zum Video? Was sagt ihr zu unseren Einschätzungen? Was sagt ihr zur S1000R Jahr 2019? Euer Feedback bereichert das Video immer ungemein. Mein Daumen hoch für die ganze Crew hier. Vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss und Baba.